Diese vier Gesichter sind die neuen Hoffnungsträger des SC DHFK Leipzig. Trainer Christian Prokop freut sich auf die frischen Impulse. Kann man klar sagen, sind meine Wunschspieler. Natürlich immer gemessen am Budget. Es sind alles Zweitligaspieler, keine gestandenen, erfahrenen Erstligaspieler, wo man jetzt Wunderdinge erwarten sollte. Aber sie haben ihre Qualitäten. Diese durften sie am Donnerstag zum Trainingsauftakt mit dem Handball noch nicht beweisen. Denn Prokop ließ sein Team zunächst kräftig schwitzen. Neuzugang Marc Pechstein brachte so viel Kraft mit, dass gleich eine Hürde zu Bruch ging. Sein neuer Teamkollege war trotz zehrenden 90 Minuten zufrieden. Als Einstieg gar nicht so schlecht. Also direkt mal ordentlich losgelegt, ordentlich losgesprintet. Und ich denke, das ist auch unsere Erwartung für die Saison. Ne? Von Anfang an lossprinten und schnell ins Ziel kommen. Das Ziel ist klar. Der SC DHFK will weiter in der Spitzengruppe der zweiten Liga mitmischen, wenn nicht sogar noch mehr erreichen. Aus diesem Grund ist auch Torhüter Felix Storbeck zu den Grün-Weißen gewechselt. Jetzt längerfristig gesehen, dass es auch mal aus der zweiten Liga rausgehen soll, vielleicht auch mal ans Oberhaus anklopfen. Und das wäre natürlich schön, wenn es klappt. Der Vierte im Bunde machte zum Auftakt ebenfalls einen fitten Eindruck. Prokop weiß, was er an ihm hat. Mit Michael Quist haben wir einen dänischen Ex-Nationalspieler aus Eintracht Hildesheim verpflichten können. Michael ist ein sehr spielintelligenter Rückraumlinker, der aber auch über eine gewisse Wurfkraft verfügt. Von daher hoffe ich mir, dass unsere technische Fehleranzahl im Spiel deutlich sinkt. Fast 7 Wochen haben die vier Neuen nun Zeit, um sich beim SC DHFK einzuleben. Dann wird es in der ersten Runde des DHB-Pokals gegen Bittenfeld gleich richtig ernst. Also wir müssen erst mal gucken, wie wir uns zusammenraufen, wie wir als Mannschaft zusammenfinden. Und dann ist natürlich der Saisonstart enorm wichtig, ja, wie man in die ersten Spiele reinkommt, weil ich glaube, das Auftaktprogramm ist jetzt nicht so einfach. Und dann kann man im Laufe der Saison kann man sich dann noch andere Ziele stecken. Ne? Über den Aufstieg in die erste Bundesliga möchte Prokop bisher aber nicht so gerne sprechen. Also es ist sicherlich so, dass man sich ehrgeizige Ziele stecken soll. Und die ehrgeizigen Ziele heißen bei uns auch nach dieser fantastischen Saison sicherlich dort anzuknüpfen, uns weiterzuentwickeln und die oberen Plätze im Visier zu haben. Aber nur von einem Thema Aufstieg zu sprechen, wäre fatal und wäre auch den anderen nicht gerecht.